was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen. Aber wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Und das kennt wahrscheinlich jedes Kind, das Ende von Max und Moritz. Die spielen ab sofort ihre Streiche in der Stadthalle Parchim. Sofort fällt auf, nicht nur die beiden bösen Buben, sondern auch die Mitmenschen von Max und Moritz, diejenigen, die die Streiche erdulden müssen, sind dicht an die Originalillustrationen im Buch angelehnt. Das ist ganz klar Busch. Also Busch ist für mich der Vater der Comics und wirklich Avantgardist, in seiner Zeit nicht als solcher wirklich erkannt. Und die Zeichnungen sind einfach schon, es ist alles drin. Die schreien schließlich förmlich danach, ja. Eine Stunde benötigen die beiden Lausbuben Max und Moritz in Parchim, um ihre 7 Streiche zu spielen. Erzählt wird die Geschichte von Marlene Eilberger als Wilhelm Busch. Alle anderen Personen auf der Bühne sind größtenteils stumm, geben höchstens Laute von sich. Alles in allem eine große Choreografie aus Tanz, Clownerie und Pantomime. Oh. Also das war, also wir hatten jetzt keine Masken, aber alle anderen Figuren auch, aber für uns war das, oder für mich, weil es halt auch sehr pantomimisch angelegt, die Gangart, was für eine Gangart hat man, gut, Max und Moritz wechseln so oft, aber das ist halt, dass man über den Körper geht und nicht wie bei anderen Regisseuren oder so über den Gedanken, doch auch Gedanke, ganz wichtig, Gedanke, aber halt nicht über die Sprache, sondern über den Körper, wie kriegt man den Gedanken in den Körper und kann den so äußern. Es ist nicht die Sache, dass man einfach mal drauf losmachen kann und hoffentlich klappt, sondern man braucht auch mit den anderen Figuren natürlich genau das richtige Timing. Und das ist, also ich fand jetzt eine richtig große Schwierigkeit, wenn überhaupt wirklich der Text. Also der war wirklich, das, diesen einen Satz zu merken, ist schwierig. Martin Klinkenberg und David Kopp sind für das Mecklenburgische Landestheater Parchim wohl die Idealbesetzung der beiden Lausbuben. Zusammen funktionieren sie brillant. Das merkt das Publikum vor allem in den Momenten, die vom klassischen Slapstick-Humor getragen werden. 150 Jahre Max und Moritz, das war der Auslöser für die Inszenierung dieses Kindertheaterstücks. Jetzt, 150 Jahre später, ist die Geschichte für die beiden Hauptdarsteller immer noch aktuell. Yeah! Ich glaube nicht, dass sie zwei Asoziale waren. Ich glaube einfach, wenn man das ganze Konzept sieht, dieses Dorf ist wahnsinnig langweilig. Und wie macht man sich halt ein Dorf, wie macht man sich Freude und Spaß? Man stellt halt irgendwelche Streiche an. Von daher, ja, was wird man heutzutage, leider muss man ja sagen, man wird wahrscheinlich ein Handy verstecken. Also es ist ja heutzutage so, aber ich glaube, die Streiche kann man immer noch spielen. Also Brücke ansägen ist heute schwer. Echt? Ja, zumal das meistens aus Beton ist. aber ich habe das bei mir zu Hause auch gemacht, weil ich habe viele große Brüder und ich hatte körperlich nie eine Chance. Also wenn ich geärgert wurde, musste ich mich irgendwie rächen und habe dann halt meinem großen Bruder irgendwie einen Eimer Wasser über die Tür gestellt oder lauter Mausefallen unter das Bett gestellt, damit wenn er ins Bett geht, da reintritt. Und ich denke, Max und Moritz, die leben immer weiter. Also auch die Streiche, die sie gemacht haben, vielleicht immer wieder irgendwie in einer anderen Form. Aber das wird, denke ich, wird es auch immer geben. Auch in einer guten Bildungsfamilie. Auf jeden Fall. Wer Lust hat auf ein Stück, das etwas anders, etwas abgedrehter ist als herkömmliche Theaterstücke, sich auf gut pointierten Slapstick, großen Spielspaß bei den Darstellern, auf liebevoll gestaltete Kostüme und Bühnenbild und auf eine Reise in seine eigene Jugend freut, der wird eine Menge Spaß haben. Bei Max und Moritz in der Stadthalle Parchim. Inszeniert vom Mecklenburgischen Landestheater Parchim. Die Premiere ist jetzt am Samstag, dem 7. Februar um 16 Uhr. Doch das war erst der erste Streich, der zweite folgt zugleich. Am Sonntag, den 22. Februar um 16 Uhr.